Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir einen Zug gesprengt, ein paar hundert Leute getötet und sind am Leben. So, das ist eigentlich die kurze Zusammenfassung von dem, was wir letzte Folge erlebt haben und wir gehen jetzt einfach mal weiter und halten X und nicht E. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando? Wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass Sie sich nicht nur um Ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom Ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieß los. Ja, habe ich. Wir müssen für die Menschen aus Moskau einen besseren Ort finden. So wie Artyom das immer vorhatte. Sie alle dem Feind überlassen? Eine tolle Idee. Ich würde sagen, wir lösen erstmal unsere Probleme, bevor wir Moskau retten. In Ordnung? Wie läuft es, Artyom? Schon etwas gefunden? Nein. Da draußen gibt es eine ganze Welt. Eine Welt, in der wir leben könnten. Bislang wissen wir nur dies mit Sicherheit. Die Strahlung ist äußerst gering. Die Luft können wir atmen. Aber was ist mit dem Regen? Na und? In Moskau kann man nicht einmal atmen. Und? Lebt da draußen jemand? Wir wissen es nicht. Wie werden sie uns behandeln? Das weiß ich auch nicht. Was tun Sie, wenn Sie erfahren, dass es in Moskau Überlebende gibt? Auch das weiß ich nicht. Such weiter, Artyom. Es muss ein Signal geben. Aber wir wissen, dass wir angelogen wurden. 20 Jahre lang wurden wir angelogen.
Wir wissen, dass sie Menschen getötet haben. Kollateralschaden ist bei geheimen Operationen solchen Ausmaßes unvermeidlich. Ja, es sind Menschen gestorben, aber die Banden haben Millionen getötet. Und doch leben wir. Wir sind... Warte einen Moment, was war das? Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811. Hört mal alle her. 79. Bereich 1-5. Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1811. Wo soll diese Nummer sein? 79. Bereich 1-5. Also, nur indem wir zusammenhalten, können wir alle hören. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel! Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Daniel. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber find ich was nicht. Für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Alle Auroras, die ich kenne, sind abgestürzt. Also, auf uns. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermak, voll dampf. Okay. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. So, wo ist Kasachstan? Ist das Kasachstan? Weiß ich nicht. Aktaha. Sorry, ich kann euch nicht zeigen, wo ich geboren bin. So. Wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Viele nicht. Ach, wir hätten uns dann rumsehen können. Ach, verdammt. Bis hier. Hallo? Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen, durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Das werden wir wohl nur herausfinden, indem wir da hingehen. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz?
Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Was ist mein Geiger? Zähler hat gerade kurz ausgeschlagen. Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort brechen! Ja, so würde ich mich auch freuen, zivilisiertes Leben auf einem Zug zu sehen. Ich würde drauf schießen. Schüsse! 4 Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand meld! Beeilung! Was wollt ihr mit eurem Fotomodus? Ich will kein Foto schießen. Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen! Hatte ich doch vor, bevor du mich angequatscht hast. Alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Die haben einen Zylinder durchlöchert! Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Wir hatten nur Lumpen. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen, zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Yermak. Auf geht's, Artyom. Um die Aurora wieder zum Haufen zu bringen. Das weiß ich auch nicht. Ich muss mir den Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Na gut, wir haben 24 Stunden. Spartaner, mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Artyom, vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell, eine tragbare Werkstatt. Das Handbuch ist da schon drin. Logisch. Ich habe doch keine Materialien. Du musst also selbst welche suchen. Alles klar, Chef. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Bin ich nicht mehr vertrauenswürdig? Das würde ich dir schon sagen, Sam. Schluss mit dem Gerede. Jetzt weiß ich wenigstens, was eine Draisine ist. Es ist dieses Kurbelplattform, die wir gerade überfahren haben. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung oder Angst. Verstanden? Na, wenigstens brauche ich keine Gasmaske. Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Vielleicht arbeiten sie für den Feind, sind versklavt oder so. Ich gehe da mal hier lang, ne? Nö. Ich gehe da lang, wo ich will. Ja, mir noch. Ich will mich umsehen. Außerhalb der Strecke ist doch immer am spannendsten. Was ist das denn? Es reicht, Artyom. Ich warte am Strommast auf dich. Komm wieder, wenn du genug herumspaziert bist. Und mach dich auf einen Anschiss von meinem Vater gefasst. Ja, ja, bla bla bla. So, wir können unsere Waffe aufrüsten irgendwie. So nicht. Schon irgendwas mit LB. Achso, so können wir sprinten. Ich mach doch immer denselben Fehler, ne? Ach,
die Dinger kennen wir noch aus dem letzten Spiel. Last Light, da habe ich die auch gesehen. Hat sich eingegraben. So, drücke RT, um dein Journal anzusehen. Was? Alte, LT, was? Okay. Die lügen mich doch an. Ach, stimmt, das habe ich in der Demo gesehen. Ah, ich erinnere mich. Aber langsam kommt die Erinnerung wieder. So. Wir können hier ein bisschen modifizieren. Wir haben einen Schalldämpfer, der bleibt auch schön drauf. Unser Zielvisier ist auch neu. Da können wir nichts machen. Und da auch nicht. Na gut. Wir wechseln mal die Waffe. Also ich kann wirklich nur die Pistole... Ah, ne, ich wollte schon sagen. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Ja, ohne Visier ist auch kacke. Na gut. So viel dazu. Und ansonsten... Ich frag mich nicht, warum ich ständig das Messer werfe. Ich weiß es selber nicht. Ah, ich hab's weit geworfen. Ja, und hier die Strahlung. Muss da nicht ein Tooltip kommen oder so? Hey, du bist verstrahlt gerade. Oh, ich kriege hier gratis Zeug. Oh. Zeug. Das nehme ich alles mit, das ist alles meins. Oh, man kann sich hier frei umsehen, das freut mich so sehr. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich höre Stimmen. All das Zeug können wir gebrauchen. Du hast eine Granate gefunden, okay, cool. Das hier will ich mitnehmen. So viel gratis Zeug. Wieso sollte ich mich überhaupt daran richten, wo Ander lang geht? Wenn ich hier den ganzen geilen Scheiß kriegen kann. Oh, das Licht. Das Licht. Oh, okay. Wieso bist du tot? Du bist hier doch komplett in Sicherheit. Was zur Hölle hat dich umgebracht? Ich könnte es auch verschrotten. Ich denke, der Schalldämpfer ist auf jeden Fall wichtiger. Wir können uns mal kurz die Waffe angucken. Guckt euch das an. Schrotflinte. Ah, aber gut. Nee. Wir verschrotten den Scheiß. Und den... Ist das meine Waffe? Noch mehr Zeugs, Alter. So viel Gedöns. Ich will das ganze Gedöns haben. Na gut, Licht auszumachen macht keinen Sinn. Aber wir machen es trotzdem, wenn wir gehen. Aus Prinzip. Okay. Dann wissen wir, dass wir hier waren. Wie war die Strahlung nur da vorne? Falls das überhaupt Strahlung war. Ich find's so geil, ich kann hier überall rumlaufen. Was haben wir hier? Skelette? Das ist schon geil genug. Was bist du denn? Guck mal, kleine Hundis. Oh, bist du ein Faultier? Ich glaube, du bist ein Faultier. Okay, okay, okay.
war vielleicht nicht die beste Idee. Wo ist Anna, hä? Will sie, dass ich sterbe? Ist das so? Oh Gott, das sind viele. Ja, ich will mich doch hier oben sehen. Komische Rattenviecher. Ich heile mich mal kurz. Ich habe ja genug Rohstoffe. Sind sie jetzt alle weg? Ja, ich bin dann mal weg, ne? Hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen, ne? Man muss es aber nicht übertreiben. Jetzt geh da verdammt nochmal rein. Was ist denn los mit dir? Ich muss nochmal kurz den Loot einsammeln. Wenn wir hier ein bisschen Munition liegen lassen, ne? Das können wir ja direkt mal mitnehmen. Da hinten war ja eine Leiche. Oh, guck mal, das wächst das nach? Das wächst nach. Das Licht ist wieder an. Meinen Sie das Fliegeviech? Ich hoffe, Sie meinen das Fliegeviech. Wieso ist das Licht wieder an? Wer zur Hölle macht das Licht wieder an? Hä? Du? Hä? Na egal. So. Willkommen, um das Licht auszuschalten. Ich glaube, das Fliegeviech greift an. Ich sage mal Kackbratze. Dinge, die ich nicht weiß, was es sind und groß sind und nervig, sind Kackbratzen. Wie einfach das ganze Licht wieder angeht. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Guck mal, das Viech erledigt sie alle. Gut, wir gehen mal zu Anna. Wir haben unser Ziel erreicht. Die sind abgelenkt. Mehr wollten wir gar nicht. Und wir müssen ja auch langsam mal vorankommen. Wir haben auch schon Munition verschwendet, was kacke ist. Ach, guck mal, wie viel Spaß er hat. Jetzt greif sie doch mal an. Ja, Sturzflug. Hat er sich einen geschnappt? Ich hoffe ja. Nee. Okay, also Anna, ich gebe dir mal einen Tipp. Wir gehen da hinten nicht hin. Ich könnte noch da lang gehen, ich könnte noch überall lang gehen, ey. Ach, guck mal. Den ballern wir weg. Einen kleinen Außenposten können wir echt nicht gebrauchen. Na gut. Können wir hier noch reingucken? Kommen wir da irgendwie rein? Liegt auf jeden Fall Stuff drin. Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Vielleicht von hinten, aber das ist so gewagt. Ich will nicht durch die Plörre. Das letzte Mal, als ich durch die Plörre gegangen bin in Last Light, ne, wurde ich einfach mitgenommen. Und irgend zum Viech. Also ich gedacht, ja, zero to go. Oh, ich kann jederzeit abspeichern, ja. Ich bin auch richtig, okay. Anna? Wo ist meine Annachen? Ich habe mich verlaufen. Hilfe. Ist das der Strommast, wo wir uns melden wollten? Um Himmels Willen, ich weiß nicht, wann das. Da hinten, okay. Da kann ich leider nicht dran drehen. Da soll ich durch. Okay.
nicht mehr ich würde da durchpassen, oder? Ich bin schon ziemlich dünn. Und alles nur für so einen billigen Pilz. Naja. Oh, und eine Leiche. Mit richtig viel Stuff. Boah, das gefällt mir. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dem ganzen Stuff anfangen soll. Aber es gefällt mir, dass er da ist. So, hier haben wir noch eine Toolbox. Oh, ist das gut. Ist hier noch was? Nein, schade. Ach Mann, gib mir Zeugs. Ich kann hier hoch. Okay, Leute, ich muss sagen, wir werden hier eine Menge Zeit damit verbringen zu erkunden und Geheimnisse zu finden. Guck mal, hätte ja einer gelebt. Hast du noch was übrig? Oder bist du gestorben, weil du nichts mehr hast? Alter Zeugs! Nice! So. Okay. Müssen wir nur noch die kleine Anna finden, ne? Oder wir laufen hier mal ein bisschen rum. Ich bin voll laut geschädigt, es tut mir leid, ich muss mich umsehen. Hi. Na gut, das können wir nicht mitnehmen. Ein Kalender in der Toilette? Hat er da gewohnt? Na gut, da hat es auf jeden Fall nicht weit zum Klo. Da habt ihr recht. Huch. Da ist ja kein Schalldämpfer dran, ne? Aber ich wette, ich könnte hier den Schalldämpfer abmontieren. Und dann könnte ich den bestimmt hier ranbasteln, ne? So, Schalldämpfer. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Rotes Laservisier. Oh, wir haben da noch Genauigkeit, ne? Genauigkeit. Schaden ist nicht so hoch. Wir können den Schaden ohne Schalldämpfer verbessern, aber Schalldämpfer ist ja dazu da, damit wir den Kopf treffen, ne? Weiß nicht, reicht das, wenn wir das machen? Ich finde das besser als diesen Punkt, dieses Punktvisier. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt weiß ich auch, warum wir die Waffe zurückgelassen haben, weil wir haben einfach nur alles abmontiert und die Waffe zurückgelassen. Wobei natürlich das rote, je schmutziger die Waffe wird, desto mehr lässt ihre Leistung nach. Oh. Wie mache ich sie sauber? Zerlegen? Wie mache ich die denn sauber? Und woher weiß ich, wie dreckig sie ist? Indem ich sie angucke? Reicht das schon? Also meine Waffe war... sorry Leute, aber ich spiele hier wie ein Profi, tut mir leid. Also dann müsst ihr durch. Ich bereite mich natürlich vor. So, wenn ich jetzt meine Waffe hier nehme und hier alles abbaue, kann ich gar nicht. Ach, das ist eine ganz andere Waffe. Ah, okay. Hier haben wir natürlich mehr Schaden. Ja gut, dann nehmen wir die natürlich. Ist eine ganz klare Sache. Oh. Also bei dem Visier. Wir wollen ja jemanden töten, ne? Sehr schön. Gut. Und die scheint ja noch recht fit zu sein, ne? Kleine Mäuse. So. Ich habe mich entschieden. Ich habe das Spiel jetzt kennengelernt und ich weiß, wie es funktioniert. Oh, ich muss alle Häuser durchsuchen. Oh Gott. Wir werden nicht vorankommen. Wir brauchen eine Milliarde Folgen. Aber das Spiel ist doch einfach so optisch so geil. Da habe ich kein Problem damit, dass wir ein bisschen länger brauchen, dass wir uns ein bisschen umsehen. Endlich. Da liegt ein Boot am Dock. Anscheinend das bevorzugte Fortbewegungsmittel hier. In Ordnung, Atjom. Ich klettere da hoch, während du das Boot nimmst und zur Kirche ruderst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Also, ich habe dir nicht zugehört. Tschüss. Nicht schlecht. Okay, wir müssen zur Kirche rudern. Ich habe natürlich zugehört, ist ja ganz klar. Als würde ich meiner Frau nicht zuhören. Da haben wir es. Zack.
Das nehme ich doch gerne. Noch eine Waffe. Gib mir mal das Ding. Du bist ja die Waffe, die wir gerade schon eben gesehen haben und die war jetzt auch nicht so Bombe, also können wir sie ruhig zurücklassen. So, wir haben ja was dazu bekommen, ne? Aber nicht für diese Waffe anscheinend. Oder wir hatten es schon. Ja, bestimmt gehört. Könnte hier jetzt hier rüber, ne? Aber ich habe da noch ein Haus zu durchsuchen. Komm, wir durchsuchen die Häuser. Wir haben Zeit. Mache ich halt längere Folgen. Easy. So, aber ich wette, das Haus ist dicht. Wir könnten... Nein. Oh Gott, ich höre Geräusche. Oh nein, das sind die Wasserviecher. Ah, ich bleib hier oben. Ich könnte höchstwahrscheinlich auch zu Fuß bis zur Kirche, ne? Oder zumindest bis da hinten hin. Ich will ehrlich gesagt nicht ins Wasser. Also das Wasser ist ja ein bisschen tödlich. Ich könnte... hier rauf. Und von hier zu weit springen. Schmutzproblem kann ich in jeder Werkbank, aber ich habe doch eine integrierte Werkbank. Wir müssen uns vom Wasser fernhalten, ganz, ganz dringend. Es sind keine Stimmen, die ich höre, das sind die Viecher. Normalerweise weichen die mir wahrscheinlich aus, wenn ich mit dem Boot hier lang fahre. Okay, wir sehen auf jeden Fall, wir können hier mit dem Boot zu Fuß nicht hin. Ich befürchte, es wird so wie in den anderen Metro-Teilen sein. Ich würde auch ungern auf das Boot raufgehen, weil mir das echt gefährlich scheint. Wir können lieber da über die Dächer gehen. Ich denke, das wird die bessere Idee sein. So, noch brauchen wir unsere Waffe nicht. Ah, scheiße, ich komme da nicht hin. Wie? Ich habe mir das Bein... Okay. Brech mir einfach mal so ein Bein oder so. Sturzschaden ist nicht cool. Das habe ich heute gelernt. Hier ist auch nichts. Leiche. Ja, immerhin. Huch. Ein Angler. Achso. Na komm, gehen wir hier weiter durch. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht weiter. Ich könnte zurück. Der Baumstamm wird mir nicht helfen. Komm, versuchen wir es hier. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Okay, ich verstehe das Prinzip. Es ist wie früher. Wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Okay. Müssen wir auch nicht. Ich muss nur auf diese Planke hier. Und dann ist der Baum auch noch echt. Wieso ist der Baum echt? Normalerweise sind die nicht echt. Oh Gott, ich komme da nicht mehr hoch. Okay, wir sind wieder da. Und so spawnt man an der alten Stelle. Ah, guck mal, da liegt auch noch eine Leiche. Die habe ich auch übersehen. Noch mehr Schrottteile. So, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie reparieren können. Wir haben hier nur die Herstellung, ne? Und die zwei Waffen, die wir haben. Die Pistole hat mehr Durchschlagskraft und alles. What? Okay. Pistole ist anscheinend meine beste Waffe, okay. Weiß ich Bescheid. Ich kann natürlich nicht so viel Munition tragen wie die andere. Wie kommen wir jetzt zurück? Okay. Hat funktioniert. Ich hab's gehofft, dass es so funktioniert. Und es hat tatsächlich. Ah. Okay. Wie gesagt, wir meiden mal das Wasser.
Und das Boot. Das ist mir ein bisschen zu risky, vor allem wenn da irgendwelche Leute sind, die mich dann abschießen. Nee, dann gehe ich lieber zu Fuß und plündere wenigstens noch die Gebäude. Ja, das hat eine Menge Spaß. Ich sehe schon. Kann ich... Oh nein, ich kriege die Gitarre noch. Schade. Wie viel Spaß die hatten in ihrem Tod. Oh, so lustig möchte ich auch gerne sterben. Weißt du, mit einer fetten Party. Mit einer fetten Party abtreten und einer Angel. Angeln und gleichzeitig eine Party schmeißen. Das sind schon mal zwei Dinge, die sind mal richtig geil. Genau so will jedermann sterben. So. Kommen wir hier jetzt noch weiter. Wir können hier aufs Dach. Das sind höchstwahrscheinlich Steine. Ah, hier kommen wir weiter, okay. So, fast bei der Kirche angekommen. Wie denn? Ich schleiche hier rum? Auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keiner bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Würde ich niemals tun. Als wenn ich zuerst schießen würde. Die armen Leute könnten doch eigentlich voll die netten Personen sein. Da schießt man doch nicht zuerst. Scheißkiste. Nichts drin für mich. Ah, ich wusste es. Ich springe immer noch mit Y, deswegen wechsle ich ständig die Waffe. Also keine Sorge. So, kommen wir noch ein Stück näher ran an die Kirche. Das ist hier die Frage. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf der anderen Seite. Oh Gott. Wie laufen wir am besten? Besser. Ah, ich hab gehofft, ich komme hier rüber. Vielleicht auf die Nee, wir müssen ganz, ganz zurück. Ah! Oh! Oh, ich bin auf der falschen Seite. Okay, pass auf, wir sehen uns da drüben wieder. So, wir sind jetzt da auf der anderen Seite, wo wir aufgehört haben. Da haben wir hier die Leiche entdeckt. So, und von hier aus dürften wir... Das ist meine Challenge, Freunde. Das ist meine Challenge, ohne Boot darüber zu gehen. Ich muss einfach es so machen, wie es keiner gemacht hat. Seht ihr? Easy. Wir werden dafür auch noch belohnt, bestimmt. Hundertprozentig. Da in diesem Gebäude wird eine Panzerfaust sein. Da kommen wir gar nicht hin, glaube ich. Aber guck mal da, da ist noch was. Ein Doppelhütchen. Ups, das wollte ich nicht. Toll. Ich wollte eigentlich mein Messer ausrüsten. Ach, super. Ich wollte das Doppelhütchen töten. Hat er gerade getreten, um alle zu warnen? Er ist da reingegangen. Du kleine Potsau. Ist abgehauen. Mist. Guck mal, hier lebt jemand. Dann machen wir das Licht aus. Hat bestimmt Jahre gedauert, das Licht anzumachen. Um das Feuer anzuschüren. Und wir machen es einfach aus. Und wir denken uns, ha, hast du Pech gehabt. Okay, der lebt nicht. Aber das Zeug nehme ich gerne. Und wir haben schon ordentlich Patronen. Okay, wir wurden leider nicht so sehr belohnt, wie ich dachte, aber ich würde sagen, an dieser Stelle soll es erstmal gewesen sein. Guck mal, da fliegt nochmal so ein Hoppelhieschen da oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann erkunden wir weiter. Ich bin so glücklich, dass man hier erkunden kann. Heilige. Dann töten wir ein paar Hasen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.